Ein Projekt mit Fokus auf das Geschichtenerzählen und einen gemeinsamen, generationsübergreifenden Austausch. So lautet kurz und knapp die Idee, die der Stadt Heimatbund Münster e.V. in Zusammenarbeit mit dem Stadtteil Kulturzentrum Bennohaus im Jahre 2021 entwickelt hat. Unter der künstlerischen Leitung von Markus Kopf soll biografisches Material gesammelt und in einer künstlerisch-theatralen Form umgesetzt werden. Ich bin Markus, mit Nachnamen Markus Kopf. Ich bin Theaterregisseur, Theaterschauspieler, seit 10 Jahren auch an der Hochschule in Osnabrück und mache jetzt ein Projekt mit Nicht-Schauspielern. Wir haben die jetzt Theater im Bennohaus genannt, die Gruppe. Vor allem die Unterschiede der TeilnehmerInnen sind dabei für den besonderen Charakter des Projektes mitverantwortlich. Also was sie auszeichnet, das ist etwas, wo ich immer wieder staune und immer verwundert bin. Die würden sich normalerweise, kämen die überhaupt nicht zusammen. Und es sind Menschen aus den unterschiedlichsten Berufen. Vom Handwerker, wir haben eine ehemalige Krankenschwester, eine Schülerin, Sachbearbeiter. Also wirklich durch die Bank durch. Und da gibt es überhaupt gar keine Gemeinsamkeiten, außer dass man zusammensitzt, sich Geschichten erzählt. Eines der angestrebten Ziele ist es, Erinnerungen und aus ihnen gewobene Geschichten greifbar zu machen und durch das Weitertragen zu neuem Leben zu erwecken. Insbesondere der Umgang mit Erinnerungen und wie diese das Erzählen von Geschichten beeinflussen, hat etwas Faszinierendes an sich. Das mit dem Erinnern von Geschichten ist ja so eine Sache. Wir haben ja keinen inneren Dokumentarfilm. Das heißt, wenn ich eine Geschichte erzähle, erzähle ich sie im Hier und Jetzt und verwandle die Geschichte, veränder sie. Das Erinnern ist ja kein musealer Vorgang, sondern ist ein absolut kreativer Vorgang. Also etwas, was ich vor 10 Jahren gemeint so erlebt zu haben, wird sich heute vollkommen anders darstellen. Dieser kreative Vorgang unseres Gehirns, mit unserer eigenen Geschichte so umzugehen, ist ein Vorgang, der mich begeistert und der mich fasziniert. Und wir wissen auch alle, die noch Zeitzeugen des Dritten Reiches kennen und deren Geschichten gehört haben, wie schwer das sein wird, wenn diese Menschen nicht mehr sind. Weil dann ein sehr wertvoller Bereich von Erinnerungsmaterial einfach fehlt. Ein literarischer Bezug lässt sich im letzten Drama von William Shakespeare finden. In Der Sturm wird Protagonist Prospero, Zauberer und Herzog von Mailand, Opfer einer Intrige seines Bruders. Des Landes verbannt, auf einer Insel gestrandet, beschwört Prospero einen Sturm, welcher das Schiff seines Bruders versenkt. Doch verschont er dabei dessen Leben? Stattdessen lädt er die auf seiner Insel gestrandeten Feinde zu sich ein, um die Nacht gemeinsam zu verbringen. Prospero sagt, ich lade Hoheit, das ist eben sein Bruder, euch und euer Gefolge in meine arme Zelle ein. Ruht dort für diese Nacht. Ich werde sie euch zum Teil vertreiben mit Geschichten, dass, ich weiß es, sie euch so wie im Flug vergehen wird, mit der Geschichte meines Lebens. Es antwortet einer, ich bin gespannt auf die Geschichte eures Lebens. Sie muss wunderbar sein. Also der Prospero, der allen Grund hat, sich zu rächen, schenkt seinen ehemaligen Feinden seine Geschichte. So kommt mir das vor. Und das wäre natürlich ein wunderbares Ziel. Denn die Quintessenz aus all dem, was ich da im Moment mit den wunderbaren Menschen mache, wenn die Quintessenz ist, wir schenken euch eine Geschichte. Wir schenken der Welt eine Geschichte, um Freundschaft anzubieten, um Frieden anzubieten und auch um Vergebung anzubieten. Den Wert einer Erinnerung erfahrbar machen,
und einen Einblick in individuelle Lebensgeschichten erhalten. Alten und somit vielleicht längst vergessenen Geschichten eine neue Lebendigkeit verleihen und auch für jüngere Generationen zugänglich machen. Die Sammlung autobiografischer Werke wird von Hobby- und LaienschauspielerInnen künstlerisch umgesetzt und soll schließlich in einer Premiere am Jahresende münden.